Exzellenz, sehr geehrter Metropolit Augustinos, sehr geehrte Frau Wahlkonsulin Maria, sehr geehrte Frau Dr. Zimmermann, sehr geehrter Herr Katsidis, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des konsularischen Chors, liebe Freunde Griechenlands aus nah und fern, ich darf vielleicht Aspototo gewissermaßen stellvertretend für alle, der befreundeten Stadt Köln herzlich begrüßen, die der Bürgermeisterin der Werbes herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Ich freue mich, dass so viele der Einladung gefolgt sind, hier gemeinsam den griechischen Nationalfeiertag zu feiern. Zugehend, ich bin darüber nicht überrascht, dass so viele gekommen sind. In Griechenland hat viele Freunde in dieser Region. Ich glaube, diese Region hat auch viele Freunde in Griechenland. Das ist gut so und ich persönlich bin sehr glücklich, nicht nur, dass in der Landeshauptstadt Düsseldorf etwa 15.000 Griechen in Griechen leben, sondern dass die Griechen in Düsseldorf auf der einen Seite ihrer Religion, ihrer Kultur, ihren Traditionen ganz eng verbunden sind und diese Traditionen hier pflegen und gleichzeitig Düsseldorferinnen und Düsseldorfer im besten Sinne des Wortes. Ich kann sagen, ich persönlich genieße es immer, wenn die griechische Gemeinde einlädt, jetzt im Januar zur Epiphanie haben wir die Wasserweihe gemacht, da stürzen sich waghalsige Burschen in das sechs Grad kalte Wasser im Düsseldorfer Hafen, um den Metropoliten das Kreuz zu bringen. Und an Ostern feiern wir um 23 Uhr bei der Andreaskirche, um anschließend das Mortum halb vier zu essen. Dann steht man ja doch spät auch am Ostermontag oder am Montag danach. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir seit 2 Jahren die Tradition des Griechenland-Festivals in Düsseldorf haben, das besonders zum Ausdruck bringt, wie viele Freunde Griechenland hat, wie viele Menschen es genießen, die griechische Kultur zu erleben und natürlich auch das leckere griechische Essen und von den vielen Ständen Fernwehen zu bekommen nach den wunderbaren griechischen Inseln und den wunderbaren Landschaften der hellenischen Halbinsel. Von daher und gleichzeitig muss ich immer wieder feststellen, es ist schön zu sehen, wie eng sich die griechische Gemeinde dieser Stadt verbunden. Ich finde, am schönsten wird es zum Ausdruck gebracht in der Andreaskirche. Ich weiß nicht, ob Sie die Eisenwerte der Andreaskirche kennen. In der Apsis gibt es ein wunderbares Mosaik, in dem alle schönen historischen, jüngeren historischen Gebäude der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet sind. Da finden Sie die Geribauten, da finden Sie den Rheinturm, da finden Sie St. Lambertus, da finden Sie auch das Rathaus zu Düsseldorf. Und ich glaube, man kann nicht schöner zum Ausdruck bringen, wie eng man mit seiner neuen Heimat verbunden ist und gleichzeitig seine Tradition und seine Religion pflegt, als wenn man die neue Heimat in der eigenen Kirche so wunderbar in diesem Mosaik abbildet. Ich glaube, das zeigt, dass die griechische Gemeinde ein ganz besonders schönes Beispiel für das Miteinander der Nationen in der Landeshauptstadt Düsseldorf und für gelungene Integration. Dafür mein ganz herzlichen Dank. Und deswegen, wie gesagt, sollte niemand überrascht sein, dass so viele Menschen dem Ruf folgen, wenn wir gemeinsam den griechischen Nationalfeiertag feiern können. Maria, du hast eins schon erwähnt. Wir haben bald Europawahl. Ich glaube, wir sollten eines Auge noch aufhören. Wir sind alles Europäer. Und ich kann nur immer wieder sagen, als jemand, der sehr häufig in Griechenland ist, manchmal wurde versucht, so einen gewissen Gegensatz zwischen Deutschland und Griechenland aufzubauen, im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Nein, aber wer in Griechenland ist, der spürt, dass die Griechen die Deutschen mögen und wir Deutschen die Griechen. Und so soll es bleiben. Und deswegen sagen wir uns